Wir schreiben das Jahr 2046 neuer galaktischer Zeitrechnung. Ich bin Nathaniel Crean, Kopfgeldjäger. Mein Auftrag, einen flüchtigen Springer zu finden. Der Typ schuldet der Organisation, für die ich arbeite, eine Menge Geld. Es sind Jobs wie diese, die mich über Wasser halten. Nach kleinen Ganoven in der Milchstraße zu suchen. Doch es gibt auch besondere Aufträge. Die Jagd auf die Anhänger von Perry Rhodan. Jene Verschwörungstheoretiker, die den Mythos Terra für echt halten und behaupten, Rhodan existiere wirklich. Ja, er sei sogar in die Milchstraße zurückgekehrt. Meine Auftraggeber sagen, diese Rhodan-Mystiker müssen zum Schweigen gebracht werden. Ich bin Nathaniel Crean, ein Kopfgeldjäger, ein Rhodan-Jäger. Der Hyperflug der Nova, eine Spacejet vom Typ Corbin 3, endet im Mashratan-System. Mashritun, eine Doppelsonne vom Spektraltyp G8V. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, hier schon mal gewesen zu sein. Aber meine Erinnerungen lassen mich im Stich, liegen in einem Dunst der Vergessenheit. Der äußere Planet, ein brauner Zwerg, ein Jupiter-ähnlicher Gasriese mit mehreren bewohnbaren Monden, ist mein Ziel. Der Mond mit der Bezeichnung Mashritun 6a ist karg und spärlich bewohnt. Aber es gibt einen kleinen Raumhafen. Hier sollte der Gesuchte zu finden sein. Kuvat Sothorn, ein Springer, ein galaktischer Händler, ein verstoßenes Mitglied der Sothorn-Sippe. Die Beschriftung der Jet hat gelitten in all den Jahren. Der letzte Buchstaben ist von Rost zerfressen. Beim letzten Buchstaben der Corbin fehlt vom N ein Teil. Man könnte den Namen fälschlicherweise als Corbia interpretieren. Jedoch hatte ich weder Geld noch Lust, diesen Missstand zu beseitigen.